So, fast haben wir es geschafft. Jetzt geht's zurück auf die Station. Gleich nach dem Intro. Nachdem wir uns die präoperative Pflege angeschaut haben, kommt nun die postoperative Pflege. Das ist eine Pflege nach der Operation. Und diese beginnt bereits im Aufwachraum, wie wir uns im letzten Video ja bereits angeschaut haben. Doch was erwartet uns nun als Pflegekräfte, wenn wir Frau Schneider mit auf die Station nehmen? Zunächst messen wir ihre Vitalzeichen. Und damit meine ich Puls, Blutdruck und die Sauerstoffsättigung. Immer dazu gehört die Kontrolle der Verbände und Drainagen im 30-Minuten-Rhythmus. Dieses Intervall kann dann auch verlängert werden, zum Beispiel auf alle 2 Stunden. Das werdet ihr mit dem zuständigen Arzt besprechen müssen. Für die Überwachung führt ihr ein Überwachungsprotokoll, sodass alles dokumentiert ist. Bei jeder Kontrolle solltet ihr Frau Schneider auch nach ihrer Schmerzsituation fragen. Nutzt dazu ein passendes Messinstrument. Bei Kindern könnt ihr zum Beispiel Smileys verwenden. Bei Frau Schneider eignet sich die NRS-Skala, die numerische Rating-Skala, bei dem sie den Schmerz von 1 bis 10 der Intensität nach beschreiben kann, wobei 1 der niedrigste und 10 der intensivste Schmerz ist. Lasst Frau Schneider die passende Schmerztherapie nach AVO zukommen. Sollte sie mit dieser nicht zurechtkommen, besprecht mit dem Arzt die nötigen Anpassungen. Nach einer Operation sollte nach 12 Stunden Spontanurin erfolgen, was manchmal als Spu bezeichnet wird, und Stuhlgang innerhalb von 24 Stunden. Das gilt nicht für Darmoperationen, da wird es etwas länger dauern. Achtet auf Komplikationen und führt entsprechende Prophylaxen durch. Nach einer Operation kann es zu einer Pneumonie, also Lungenentzündung, durch die Intubation kommen, einer Thrombose, einer Obstipation, also Verstopfung, einer Nachblutung oder Infektion. Die meisten dieser Komplikationen können verhindert werden, indem wir Frau Schneider mobilisieren. Deshalb wird im Krankenhaus nach kleinen OPs noch am selben und bei größeren Operationen am nächsten Tag aufgestanden. Das nennt sich Frühmobilisation. Damit haben wir schon Pneumonieprophylaxe, Thromboseprophylaxe, Dekubitusprophylaxe und auch Obstipationsprophylaxe durchgeführt. Diese ist vor allem deshalb wichtig, weil sich aus einer Verstopfung ein Ileus, also Darmverschluss, bilden kann. Eine weitere Maßnahme zur Thromboseprophylaxe sind gerinnungshemmende Medikamente, wie Clexane-Spritze, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Und als nächster Punkt die Nachblutung. Um diese auszuschließen, schauen wir uns bei jeder Kontrolle die Verbände an. Und falls es Drainagen gibt, schauen wir, was diese so fördern. Die Menge, die Konsistenz, ob es blutig ist und so weiter. Eine Nachblutung würde sich auch auf den Blutdruck auswirken, der dann niedriger wird, gefolgt von einem erhöhten Puls, also einer Tachykardie. Um eine Infektion zu erkennen, kontrollieren wir das OP-Gebiet immer auf die 5 Entzündungszeichen und halte die Temperatur von Frau Schneider im Auge. Was ich an dieser Stelle vielleicht erwähnen sollte, ist, dass eine Temperatur von bis zu 38,5 Grad Celsius innerhalb der ersten 5 postoperativen Tage normal ist und Resorptionsfieber genannt wird. Das liegt am erhöhten Stoffwechsel, da der Körper nun im Heilungsprozess ist und das geschädigte Gewebe reparieren möchte. Durch die Narkose und auch den Blutverlust bei der Operation und Schmerzmedikation kann es zur Synkope, also zur Ohnmacht, kommen. Achtet also vor einer Mobilisation immer auf den Blutdruck. Zum Aufstehen sollte der systolische Wert mindestens bei 100 liegen. Bei Weichteilverletzungen, Brüchen, also generell in der Unfallchirurgie, können Gewebs- und Nervenschäden auftreten. Führt daher in diesen Fällen immer eine DMS-Kontrolle durch, die Durchblutung, Motorik und Sensorik prüft. Also wenn das Trauma am Arm ist, dann schaut auf die Finger, ob diese warm, rosig und sensibel sind. Achtet auch immer darauf, dass Frau Schneider ansprechbar ist. Damit wollen wir einen Narkoseüberhang erkennen. Oft werden Gegenmittel zu den Opiaten gegeben, sodass die Patienten schneller zu Bewusstsein kommen. Sollte das Anästhesiepersonal einen Fehler gemacht haben, dann kann es passieren, dass das Gegenmittel sich im Blut schneller abbaut als das Opiat und der Patient wieder bewusstlos wird. Deshalb seid immer sicher, dass Frau Schneider ansprechbar ist. Es ist generell wichtig, auf das Befinden des Patienten zu achten. Fragt Frau Schneider, wie sie sich fühlt. Es kann nämlich nach Operation auch zu einem Delir, also einem akuten Verwirrtheitszustand, kommen. So, da das jetzt alles etwas viel auf einmal war, hier nochmal die Kurzfassung. Wenn ihr mit Frau Schneider auf Station geht, prüft ihr in regelmäßigen Abständen ihre Vitalzeichen. Dabei schaut ihr auch immer auf den Verband oder Drainagen, fragt nach Schmerzen und schaut, ob sie ansprechbar ist. Achtet auf ihre Ausscheidungen und dokumentiert alles genau. Beobachtet sie auf Komplikationen und führt Prophylaxen durch. Komplikationen können die Pneumonie, Thrombosen, Obstipation, Nachblutung, Infektion, Durchblutungsstörungen und ein Delir sein. Die Frühmobilisation ist eine Prophylaxe für viele dieser Komplikationen. Dazu kommen Thrombosespritzen und DMS-Kontrollen.
fragt auch immer nach Frau Schneiders Befinden. Ich hoffe, das bringt noch etwas Licht ins Dunkel. Hier noch alle wichtigen Vokabeln. Und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.